Hallo, heute zeige ich euch, wie man leckeres, cremiges Eis ganz ohne Eismaschine machen kann. Für unsere Basis brauchen wir nur zwei Zutaten, und zwar Sahne und Kondensmilch. Und die Sahne wird erstmal steif geschlagen. Danach kommt die gezuckerte Kondensmilch hinzu, und die gibt es entweder in Dosen oder in solchen Tuben zu kaufen. Und die wird dann vorsichtig untergehoben. Und dann ist unsere Basis auch schon fertig. Ich habe die dann für meine vier Sorten natürlich in vier ungefähr gleich große Portionen aufgeteilt. Zuerst zeige ich euch, wie man leckeres Himbeer-Pistazieneis macht. Und dazu kommt einfach etwas Himbeerpüree zu der Eiscreme-Basis und wird gut untergerührt. Danach kommen die Pistazien hinzu und werden untergehoben, und dann könnt ihr das Ganze auch schon in einen gefriergeeigneten Behälter füllen. Zweite Sorte ist mein persönlicher Favorit, und zwar ist das Nutella-Eiscreme, und dazu werden zuerst Haselnüsse zerkleinert. Das ist natürlich optional, aber ich finde es gut bei Eis, wenn man so ein bisschen was zum Draufbeißen hat. Und dann kommt in die Eiscreme-Basis ein oder zwei Esslöffel Nutella, das ist ganz nach eurem Geschmack, und eben die gehackten Haselnüsse. Und wenn das gut miteinander vermengt ist, kommt es ebenfalls in einen gefriergeeigneten Behälter. Die nächste Sorte ist Amarena Kirsch, und dafür nehmt ihr ungefähr so 1 bis 2 Teelöffel, je nach Geschmack, von dem Saft der Kirschen weg und vermengt das Ganze mit eurer Basis. Und ich habe dann noch ein paar Stückchen dazu gegeben, weil ich, wie gesagt, einfach so ein bisschen Biss im Eis ganz gerne habe. Und zuletzt zeige ich euch noch, wie man Schoko-Bananeneis macht, und dazu wird eine Banane zuerst mit einer Gabel zerdrückt, und am besten nehmt ihr hier schon leicht bräunliche Bananen, weil die einfach intensiver im Geschmack sind. Danach kommt geschmolzene Zartbitterschokolade zusammen mit dem Bananenpüree in die Eiscreme-Basis und wird gut verrührt. Wenn ihr dann alle gewünschten Sorten fertig habt, kommt die Behälter für ungefähr 5 Stunden in die Tiefkühltruhe, am besten aber über Nacht. Und dann könnt ihr das Eis auch schon servieren oder natürlich einfach selber essen. Und wie ihr seht, ist es wirklich sehr, sehr cremig geworden. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Eisrezepte sehen wollt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir noch gleich in die Kommentare, was für Sorten ihr gerne sehen würdet. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!